Friedrich Herzog von Württemberg und seine Frau Marie, Herzogin von Württemberg. Die Aufnahmen im Schlosspark von Friedrichshafen entstanden vor rund 4 Wochen für einen Fernsehbeitrag, der im Herbst gesendet werden sollte. Nun ist der 56-Jährige tot, mitten aus dem Leben gerissen durch einen Autounfall. Er hatte mit seinem Oldtimer Cabrio einen Traktor mit Anhänger überholt und dabei offensichtlich ein entgegenkommendes Auto übersehen. Die 3 Insassen in dem modernen Wagen wurden leicht verletzt. Der Herzog in seinem Oldtimer ohne Sicherheitssystem starb noch an der Unfallstelle. Die Flaggen am Stammsitz des Hauses Württemberg in Alzhausen auf Halbmast. Trauer und Bestürzung auch in Friedrichshafen. Im dortigen Schloss lebte der Herzog mit seiner Familie. Die Menschen in der Nachbarschaft fassungslos. Da musste ich erst Luft holen und dann liefen mir die Tränen. Also, weil man eben doch verbunden ist mit dem Haus. Ich kannte den Vater, kenne ich gut, und dann die Großeltern kannte ich noch. Und deshalb ist das besonders schockierend. Friedrich Herzog von Württemberg galt als offen und bodenständig, mit einem feinen Gespür für Menschen. Ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Er hat sich für jeden die gleiche Zeit genommen und auch mit den Bürgern gesprochen. Deshalb ist er auch hier in Alzhausen sehr beliebt gewesen. Und es ist einfach ein großer Schock für die Gemeinde aktuell. Der Verstorbene war Chef der Hofkammer des Hauses Württemberg und damit zuständig für den Besitz der Familie, Liegenschaften, Immobilien, Wälder, landwirtschaftliche Flächen. Trotz oder gerade wegen seiner Herkunft war es ihm wichtig, nicht abgehoben zu sein. Ich wollte auch nicht, und das war auch wichtig von meinen Eltern, dass wir so aufwachsen wie jeder andere auch und dass wir nicht in einem goldenen Käfig aufwachsen, dass wir einfach die Nähe zu jedem, der nicht adelig, genauso haben. Hochzeit vor 25 Jahren. Kardinal Kaspar traute damals das Brautpaar. Heute beim Blutritt in Weingarten hätte Friedrich Herzog von Württemberg auf dieser Tribüne stehen sollen als Ehrengast. Er war der Kirche sehr verbunden, ein überzeugter Katholik. Ich kannte den Herzog sehr gut. Ich habe sie vor 25 Jahren getraut und sie haben sich jetzt gefreut auf die 25-jährige Hochzeit, die sie in Rom feiern wollten. Und ich wünsche der ganzen Familie jetzt Hoffnung und Kraft in dieser schwierigen Situation, die mich selber auch sehr betroffen macht. Und ich verspreche Ihnen auch mein Gebet. Viele Weggefährten beim Blutritt heute betroffen und traurig, aber auch voller Wertschätzung für Friedrich Herzog von Württemberg. Er war ein Mann, der es mit den Menschen konnte. Er war ein Mann dieser Region und er stand mit beiden Füßen auf dem Boden. Das habe ich sehr an ihm geschätzt. Der plötzliche Tod von Friedrich Herzog von Württemberg ist ein schwerer Verlust. Ganz besonders für seine Familie, aber auch für die Menschen in Oberschwaben und am Bodensee.